Okay, also was steht an? Und zwar die Beurteilung. Und mal schauen. Genau, Kunde mitteilen. Wer ist denn das? Molly. Naja. Okay. Na dann, ab geht's. Guck dir dein, was war's? Na. Atelier an. In der Garage. Ach, ich hoffe, ich vergeige das jetzt schon oder nicht? Und bin natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gespannt. Anhören. Glückwunsch zur Fertigstellung, Maleratelier. Nein, ich möchte kein Foto machen und gut. Es hat diesmal ausnahmsweise geklappt. Naja. Was nun? Ich wurde befördert, Mensch. Ja. Ist ein Star. So, reden wir mal über unseren Beruf. Mal gucken. Ja, mal kein Geld. Boah, ich hab's beeindruckt. Ach, holle die Weite. So, dann sprech mal noch über. Ja. Malerei. Vielleicht klappt das ja auch. Meine Fresse, herzlichen Glückwunsch. Mandira hat den Star Patina Knack beeindruckt. Coole Sache. Okay, freundlich. Beförderung ankündigen. Freundlich. Kompliment machen. Und freundlich. Schulhymne. Das muss ich mir noch überlegen. Wir kennen ja jetzt offiziell einen Star, also einen Promi mit einem Stern an meine Fresse. So, weil es der Mandir, also mir, noch ganz gut geht. Aha. Warum macht er jetzt Logi? Aha. Naja, okay. Ja. Ist gut. Ist gut. Was? Eine Erde. Jemanden zu treffen, genauso berühmt ist wie ich. Wow, wir haben jetzt auch einen Stern. Wir sind jetzt einigermaßen berühmt. Ich fasse es ja kaum. Was ich sagen wollte, wir wollten gucken, ob wir irgendwo hier noch etwas renovieren können, dass wir noch Geld verdienen. Sieht allerdings nicht wirklich danach aus. Das heißt, ach doch, Mensch, hier Renovierung von außen, Fenster und Türen, okay.
So. Und wir wollten unbedingt Oscar eine Katze erstellen. Wie war denn das? Statt bearbeiten. Ja, speichern. Es tut mir leid. Ladebildschirm. Oh nein, ja. Wir wollen ja den Oscar glücklich machen und erstellen eine Katze. Mann, 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 Mann. Das dauert, Mann. Speichert. Ja, da fehlen mir einfach so die Worte. Oh, es tut sich was. Mai. So, erstelle einen Haushalt. Weil ich kann jetzt zum Beispiel ja auch sagen, also ich gucke zum Beispiel auch gerne das Let's Play von Gronkh, alle möglichen, die er macht. Und auch bei Sims, wo er sich eine Katze für Tränenmond erstellt hat. Und zwar ist das so, Metzelkatze erstellen. Und die Person dazu löschen, zählt die Katze als kompletter Haushalt. Und deswegen hatte Gronkh damals so viel Geld bekommen. Und das wollen wir natürlich auch noch ausnutzen. Naja. Bäm. Mietzekatz. Yeah. So, wir nennen die Katze L. Gatto ist männlich, genau. Und dann gucken wir mal. Oh, Katzen sind putzig. Bengalkatze. Schmuck. Gucken wir mal. Es sind ja echt tolle Katzen dabei und Mann, was nehme ich denn da? Ägyptische Mau. Ach, Mann, ist das wieder mal schwer. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal so eine. Wir gehen mal weiter zum Fell. Oh Mann, Mann. Das sind jetzt wieder wunderschöne Vorgaben. Aber ich habe da schon was Bestimmtes im Visier, wenn wir das jetzt machen. Fellform. Es kann ruhig so bleiben. Eine ganz normale Katze. Das muss jetzt nichts Extravagantes sein. Und es ist ja auch so ganz süß und allen drum und dran. Allerdings will ich jetzt mal was umändern. Und zwar das hier vorne. Kommt weg. Was ist denn das? Hm.
So sieht's gut aus. So. Ach, nee. Bist du. Lass mal doch lieber bei Weiß und gehen aus den Profi-Modus raus. So. Einfacher Modus. Und lassen es auch einfach mal so wie es ist und damit passt da. So. So bleibt das auch, aber die Augen werde ich ändern. Was? Nein. Und zwar werden beide Augen beidfarbig. Oh ja. Schön braun. Das ist hübsch. Schnauze, Ohren und bleiben alles so. Maximal vielleicht die Nasenfarbe. Naja, okay. So. Accessoires. Das muss mal ein bisschen schlicht. Genau. So, kommen wir zu den Eigenschaften oder Merkmalen. Und zwar gucken wir mal. Die Katze. Ja, was machen wir aus der Katze? Aha. Ein Genie. Aha. Machen wir mal ein Genie draus. Eine sehr intelligente Katze. So, psychisch machen wir mal ordentlich. Und sozial. Freundlich oder? Ja. Eine sehr freundliche Katze. So. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt haben wir eine schmucke Katze. Und tut mir leid. Ja. Dich will ich löschen. Yes. So, jetzt haben wir nur noch die Katze. Und ja. Kato, El Kato. Lass mal jetzt einfach mal in unseren Haushalt einziehen. Ja. Wo wohnen wir? Im Sumpf. Ja, die Karte, die dreht sich andauernd und ja, ist manchmal genau hier. So, Katze. Kopie platzieren und zwar genau dort. Verbinden. Ja. Zu Spiel zurückkehren. Ja, speichern. Es tut mir leid, aber das muss sein. Das muss einfach. Und dann hat Oskar endlich eine Katze als Katzenliebhaber. Katzenliebhaber. Mensch.
Der dauert und dauert und dauert. Und dauert. Mann. Komm. Ja. Yes. Yes, we can. Und sieht eine Gucke da. Mensch. 15.000 haben wir jetzt. 15.000. Ja. Aber dafür wir müssen wir natürlich auch noch Katzenbettchen und alles sowas holen. Tierbedarf. Und zwar braucht man einen Kratzbaum. Den platzieren wir einfach jetzt so wunderschön so neben dem Fernseher. Und dann brauchen wir noch einen Fressnapf. Dann nehmen wir hier, das ist zwar ein bisschen teurer, aber auch egal. Eigentlich auch für einen Hund. Wobei. Ach nee, wisst ihr. So. In der Küche haben wir, glaube ich, keinen Platz. Nee, nee, nicht wirklich. Und auch hier. Zack. Bäm. Und dann braucht man noch was zum Spielen. Ja. Machen wir gleich daneben. Und. Ja, was zum Schlafen. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen. Machen wir es so. 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 Und dann kommt. Ja, was nehmen wir? Uff, ist das groß? Nee. Ja, genau. Kleiner Liebling. Das muss natürlich farblich passen. Passt auch mal natürlich. Und dann haben wir hier unser Katzenbett. Und jetzt wird es eigentlich nur noch eins. Und zwar das Klo. Ja. Ach. So. Da können wir das nicht hinstellen. Wo stellen wir das Katzenklo hin? Nach draußen. Und da kaufen wir auch das teurere Katzenklo. Allerdings ist dieses auch selbstreinigend. Das heißt, da brauchen wir nicht sauber machen, weil wir sind ja natürlich ganz faul. Ja. Jo, jetzt haben wir alles, was die Katze braucht. Beziehungsweise haben wir noch eine kleine Spielzeugkiste. Die stellen wir dann drunter hin, weil da muss ich auch sagen, lieber Kronk, deine Katze hat an Daumenflöhe, weil sie sich viel zu sehr draußen rumtreibt. Und ja, das ist halt so. Wenn die Katzen draußen rumspielen und sehr viel rumstehen, dann bekommen sie Flöhe. Und das muss ja nicht sein. Jetzt haben wir jedenfalls wieder reichlich Geld und meine Tiere brauchen noch ein Zeichentisch für ihren. Uff, ist das riesig, ey. Scheiße. So. Ja. Ich hoffe, wir brauchen da keinen Stuhl für oder irgendwas anderes. So, dann legen wir uns auch noch eine kleine Kommode zu. Ja. Nicht zu groß, nicht zu klein. Dass wir uns auch mal umkleiden können. So. Genau. Dann holen wir uns auch einen neuen Herd. Weil dann schmeckt das Essen auch besser. Da reicht der hier. Zack. Und auch einen neuen Kühlschrank. Es muss jetzt einfach mal sein. Und wir haben ja auch reichlich Geld. Also von daher Hunger 8, Umgebung 6. Den finde ich schöner. So. Dann holen wir uns auch eine Spüle. Genau. Zack. Und was auch von Vorteil wäre, und zwar eine
Wo ist es? Hä? Genau, but wir holen uns jetzt eine neue Waschmaschine. So eine richtig geile, schicke Profi-Waschmaschine. Zack. Kann man da... So, dann brauchen wir noch einen Trockner, genau. Den Profi-Trockner. Weil dann brauchen wir die ganze Wäsche nicht mehr aufhängen. Und das ist schon, wäre schon besser. So. Ja, wo stellen wir jetzt das hin? Eigentlich können das jetzt hier weg. Weil wir brauchen ja keine Wäscheleine. Ich weiß, das ist scheiße, dass das jetzt das Katzenklo draußen steht, aber wobei, wir können ja mal Tricks und was ausprobieren, und zwar Wände. Wie war denn das? Eigentlich kann man doch hier, ach egal, darum, ah ja. Wollte ich das Bad um 1 größer machen. Das werden wir jetzt auch nochmal tun. Und zwar, Wand. Wie war das? Genau. So. So. Hallo? Geht doch. Zack. Dann brauchen wir natürlich auch noch Fliesen. Pipette. So. Zack. Zack. Wir wenden nach oben, dann brauchen wir wieder die Pipette und, na, zack. Und dasselbe auch hier drin. So. Und zwar Pipette, zack und zack. Könnten wir... Erstmal wieder in den Live-Modus, weil... Nein, nicht ganz. Ich möchte ja, wie gesagt, auch noch ein bisschen Geld sparen. Also wenn wir was brauchen, dann werden wir das jetzt auch holen. Aber fürs Erste nicht. Wir müssen auch so klappen. So. Genau. Alles klar. Jetzt haben wir Oscar eine Katze erstellt, die steht hier. Und ja, wir haben wieder mal eine positive Bewertung bekommen. Und beim nächsten Mal, ja, mal gucken, was dann auf uns zukommt. Also bis denn dann.